Hallo und herzlich willkommen bei einem Gameplay-Video zu Path of Exile in der Blight Liga. Ich bin jetzt nicht so aktiv gewesen diese Season. Also in der vorigen Season war ich ein bisschen aktiver und ja, ich möchte gerne ein paar Videos machen, damit ich wieder ein bisschen die Motivation bekomme, weiterzumachen. Es ist schon arg grindig am Schluss jetzt. Also ja, ich bin noch nicht so im Endlevel, aber ich möchte gerne euch zeigen, wie sich so das spielt. Ich habe hier einen Level 89 Nekromantin und die hat eigentlich schon recht gut alles niedergemetzelt. Aber habe doch noch einen Spectre Necromancer gemacht, damit ich ein bisschen die ganz großen Tower Defense Maps machen kann. Die jetzt gemacht. Und die ist schon fast ein bisschen stärker. Die ist zwar jetzt erst Level 76, aber gut zu zeigen, solche Blight Maps. Ich hoffe, ich schaffe sie. Ist eine schwere Blight Map im Test gewesen vorher. Und die war nur T2. Ja, vielleicht zeige ich es dann im zweiten oder dritten Part. Aber ich brauche unbedingt Items. Ihr müsst wissen, ich spiele Solo Self-Found. Und deshalb, ja, könnte es schon ein bisschen schwer sein. So. Weil ich habe erst 3 Spektre. Ich bekomme einfach die Ausrüstung nicht für die mehr Spektres. Ja. Ich hoffe, die Lautstärke ist gut genug. Ich habe jetzt gerade nicht mehr so Ton. Ja, sollte gut sein. Also jetzt, ich möchte mit euch ein paar hochstufige Maps machen diesmal. Werden wir schon schaffen. Ich glaube daran. Also es wird wahrscheinlich auch One-Hit-Treffer oder so auslaufen, wenn ich dann sterbe. Aber ja, ich habe schon ziemlich viele Maps gesammelt, aber nicht die richtigen. Also da, die Ausguckkarte, die will niemals droppen. Und das ist das Problem, oder? Oder wenn ich dann mal Shaper oder Elder Maps habe, nö. Möchte ich nicht. Ich kann mal auf dem Atlas zeigen. Ich gehe hier gerade Atlas öffnen. Muss ich nicht die Kurztaste drücken. Hier. Einfach hier eine Map zu haben momentan wäre gut. Einfach beim Elder. Aber nö. Geht nicht. Solo Seefahrt ist immer so Trial and Error. Man kommt überhaupt nicht weiter oder man kommt sehr weit weiter, weil man gleich mal das richtige Item findet. Und eben deshalb suche ich hier noch ein paar Maps, vor allem die Unique Maps, überall und bekomme sie einfach gar nicht. Aber für Traden habe ich einfach kaum irgendwie Lust oder Zeit. Komm, wir machen eine Elder Map. Hat sie eine kleinere Elder Map? Rennbar. Ist es jetzt älter? Ja. Okay. Ja, und ich habe natürlich auch nicht so viele Currency, damit ich jetzt da eine perfekte Map machen kann. Also schauen wir mal, was wir machen. Ich möchte ja am besten June nehmen. Aber eventuell werden wir das nicht überleben. Deshalb machen wir jetzt mal etwas Leichteres zuerst. Ja, Alva sowieso nicht. Alva hat irgendwie ja von zeitlichen, also die zeitlichen Herausforderungen einfach Probleme noch. Ja, machen wir einer. Hallo, Sora, Spakpa. Und hier machen wir Warbands. Ja. Auch wenn der Schaden ein bisschen höher ist, machen wir noch Warbands rein. Sonst mache ich eigentlich kaum Zusätze, weil ich immer noch am Sparen bin. So, schauen wir, gucken wir mal, wie es geht. Es geht schon echt ab. Überall Feuerbälle. Das ist natürlich, ja, schon ein bisschen unübersichtlich. Aber es geht eigentlich sehr gut. Irgendwie macht T1 bis T10 keinen Unterschied mehr. Alle Gegner sind eigentlich relativ schnell dort. Und aber ich bin noch sehr schlecht wegen ja, wenig Leben. Und wenig Defensive, also wenig Armor. Und ja, was soll ich sagen?
Halt einfach, wenn es mich trifft, dann macht's Aua. Wenn es die Minions trifft, macht's nix. Also die Minions halten so mega viel aus. Ich habe nicht mal mehr Leben, also Minion-Leben und Minion-Resistenz drin. Ich habe einfach auf Offensive gemacht, seitdem ich mappe. Und es geht eigentlich sehr gut. Nur eben, ich bin halt mega begrenzt durch das Holo Safe Found. Also. Oh, dreimal Essence, das ist jetzt nicht so das. Ich glaube, das ist sowieso immer das Schlechteste von den Essenzen. Also bei den Essenzen ist es gut, aber bei den Farbfläschchen von den Light-Teilen, da droppen eigentlich immer nur die grauen und die braunen. Das ist extrem, also die leeren und das ist eigentlich was. Komische Farbe, die ich noch nie gesehen habe. Also gehört habe vom Namen. Also ich denke, diese Season ist die schlimmste Solo-Self-Found Liga. Es droppt kaum etwas, was man wirklich gebrauchen kann. So 200 Mal dieses Feuerjuwel, dieses Feuer-Amulett. Und 200 Mal zum Beispiel dieser Helm die ganze Zeit. Aber nie, was man brauchen kann. Das ist schon ein bisschen komisch. Und deshalb brauche ich doch ein bisschen Motivation. Ich sollte vielleicht bei den Warbands mal ein bisschen die Dinge anmachen. Opfers. Auf Deutsch. Voll das Vollopfer. Oh, aber es droppt eigentlich ein bisschen viel Jungs. Aber immer schlecht. Ah! Die Harfe, wie heißt sie schon wieder? Das weiß sicher einer, der mehr zockt, mehr besser. Nyas Harf, glaube ich, oder so. Nuros Harf, ja, Nuros. Nicht Hyros, sondern Nuros. Nuros Harf. Genau. Aber ich bin gar nicht mehr Fan von Frostschuss, oder wie man dem sagt. Also, Ice Shot, glaube ich, auf Englisch. Wieso ist das dann Frostschuss heißt auf Deutsch? Frostgeschoss, oder? Auch der Eisgeschoss. Nein, das heißt, glaube ich, schon Eisgeschoss, aber ich bin mal wieder ein bisschen komisch verplant. Also anders im Kopf geplant, wie es heißt. Oh, ist klar, da können wir gleich das machen. Kann ich euch das zeigen, was diese Season so ist. Machen wir das direkt. Also anmachen, dass man da immer kurz warten muss, finde ich ein bisschen störend, aber ich kann schon im direkt drauf drücken. Also, ich möchte Eis und Feuer. Das Feuer machen wir größer, weil der Meteor mega stark ist. Genau das, was wir brauchen. Die Minions können die kleinen Gegner töten. Ohne Probleme, aber die größeren haben dann einen Meteor auf die Fresse. Die bekommen einfach einen mega Meteorhagel. Mitten auf die Fresse. So. Ja, easy. Hab ich wenig gerade im Feuer stehen. Also irgendwo werden immer wieder Feuer platziert, die mega Schaden. Nein, nicht den falschen machen. Jetzt habe ich den falschen gemacht. Ich wollte den Meteor. Weil bei den anderen ist rechts und hier beim Meteor ist es links der Meteor. Dann machen wir einfach nochmal einen Meteor, dann klappt auch alles. So, jetzt kommen ein bisschen zähere Gegner, also deshalb machen wir. Buffen. Ich habe ein bisschen wenig Übersicht. Sie sollen einfach die Kamera höher stehen. Das ist wichtig. Die Übersicht geht mega flöten. Bei solchen, ja. Also jetzt beim Tower Defense oder in der letzten Season, ja, die Monumente. Boah, hatte ich einfach keine Übersicht. Cheat. Ganz viele. Oh, schon voll. Schon voll. Inventarvergrößerung seit 1000 Jahren gewünscht, aber nie umgesetzt. Tja. Aber dafür halt immer wieder das Grinding machen. Der brauche ich nicht. Ich nehme keine Zweihandkampfwaffen mehr. In dieser Season habe ich einfach zu wenig Zeit für mehr als 2 oder 3 Builds. Ja, ich würde gerne mehr machen, aber eben, ich bin voll Zeitsportler.
Ich bin Let's Play, ich bin Livestreamer. Ich habe einfach zu wenig Zeit am Tag, um wirklich Path of Exile zu spielen. Es ist schade, weil das Spiel motiviert mich natürlich schon riesig, auch wenn es ein bisschen unfair ist, dass man, wenn man wenig spielt, so wenig findet. Also es ist ein grindiges Spiel in nächster Klasse. Für die Spieler, die wirklich auch Zeit investieren können, ist kein Problem, da auch genügend zu finden oder genügend handeln zu können oder wollen. Aber ich habe zu wenig Zeit und deshalb, ja, ich hoffe einfach, dass ich da mal ein bisschen weg kann vom Solo Self-Found, dass eventuell jemand mitspielt oder einfach Lust hat, mit mir Videos aufzunehmen von diesem Spiel. Und dann klappt das natürlich auch viel besser zu zeigen. Also kann jeder mir gut helfen. Und ja, auch ein bisschen dabei sein, so Videos öfters schauen. Also wäre auch gut. Weil ich momentan echt noch wenig Zuschauer habe. Ist gut, wenn ihr da ein bisschen mich unterstützen könnt mit Videoaufrufen und so. Aber ist natürlich nicht so schlimm, wenn es nicht so ist. Also wegwerfen. Ist eben auch nicht gerade so auch qualitativ stark. Also ich finde jetzt, die Map ist extrem einfach im Gegensatz zu den anderen Maps. Irgendwie hätte ich gedacht, die Warbands und die Bestien machen mehr Schaden und sind zäh, aber nö, geht relativ gut. Ihr dürft mir gerne auch ein bisschen spielerisch helfen, also was soll ich jetzt eigentlich machen für Maps oder so? Was ist denn einfach am Anfang, ob jetzt zum Beispiel Delph am Anfang einfach leicht ist, weil man nicht so hoch ist. Weil, ja, die anderen sind schon extrem hoch. Also, dass die Gegner schon Level 86 haben oder so. Also, richtig reinhauen. Okay, gerade ein Lag gehabt. Ein Server-Lag. Kann ich jetzt nichts dafür. Glaube ich, oder? Ich wollte, ich kann nicht so. Unglaublich, also Warbands muss ich öfters machen, aber das kostet 2 Chaos. Das kann ich nicht immer machen. Ja, was soll ich jetzt machen? Mal wissen. Ja, ich muss unbedingt kurz raus aus der Map. Oh, nicht zweimal. Jetzt auch mal kurz leveln. Was wollte ich machen das letzte Mal? Bin irgendwo. Ich gehe jetzt noch nicht hier runter, aber ich sollte eigentlich schon langsam runter wegen dem Schild. Bonus. Da. Nekromant-T-Shirt. Gut. Aber ich finde das Schild hat einfach nicht und deshalb tue ich lieber dann respecken. Ah, hier wollte ich, genau. Soll ich das oder mehr Leben? Ne, ich mache nicht mehr Leben. Unbedingt das. Ich brauche es eigentlich gar nicht, die Sockel. Plätze. Für die Juwelen. Immer ein gutes Amulett. Der Blutgriff. Ja, das ist auch eins, was ich nicht überhaupt nie brauche. Ich habe Ätherische Klingen nicht gern, macht zu wenig Burst Damage. Da muss ich extrem auf Crit gehen, damit ich Burst Damage habe. Gott, ich habe keine Übersicht im ganzen Inventar. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Sachen ich hier rein tun muss. Muss es auch wieder zwischenlagern, aber ich habe dort schon wieder voll im großen Fach. Ja, da noch der Ring. Ist auch gut. Habe aber noch kein Ta keine Totenrüstung. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. So. Hier. Relativ gut. Ja, muss ich dann schauen, welche Map ich noch nicht gemacht habe. Und machen die natürlich als nächstes. So. Ja, dann muss ich sowieso noch verkaufen. Ah ja, die Harfe wollte ich unbedingt reintun. Ja, ist schon identifiziert. Und ich bin gerade ein bisschen überfordert mit dem verschiedenen Ereignis. Brauche ich nicht looten. Und das. Nahkampfschaden. Das ist nicht so meine Sache. Verkaufen.
verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und die zwei Juwelen sowieso. Ja, ich muss das auch wieder ein bisschen üben mit den mehrfach identifizieren und alles. Ich glaube, umschalt. Ja, umschalten hat man es immer noch in der Hand. Genau. So, ja, noch eine Orb of Change. Und jetzt den anderen Schrott einsammeln. Ja, ich sollte vielleicht nicht gerade nach dem Fußball Path of Exile aufnehmen. Da habe ich auch immer so ein bisschen viel im Kopf noch. Weil ich sehr gedanklich trainiere, auch während dem Fußballtraining. Dass ich also mir sehr viel Gedanken mache während dem Fußballtraining, wie zum Beispiel ich am besten Körper jetzt gerade schone oder so. Ja, ich nehme auf, aber nö, ich bin überfordert. Ich hab das Gefühl, ja, jetzt kann ich jetzt nicht so ganz viel Ding. Schon fertig. Hä? War eine kleine Map. Need a map, Exile. Gut, dann machen wir gleich die nächste. Und wenn euch das Video gefällt, also das, was ich mache, gefällt, dann dürft ihr gerne ein Lob da lassen oder so. Müsst ihr ja nicht immer um den Globen, eine Frage oder so, irgendwas. Und einfach sagen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, ja, ich spiele zu langsam. Das stimmt jetzt gerade. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was ich als nächstes nehmen soll. Ja, die Rennbahn ist jetzt Shaper, also ich habe jetzt der Elder weggemacht und jetzt ist Shaper. Machen wir doch eine Leuchtturm-Map. Die ist eigentlich relativ cool. Spieler, Widerstände, Monsterleben, ja. Ui, die wird schwer, aber die könnten wir machen. Machen wir nochmal eine, oder? Und nochmals Warbands. Für euch doch gerne. Ich tue mich jetzt völlig öffnen. Also noch mehr Unix und so. Sonst spare ich eigentlich immer. Ich spare wahrscheinlich einfach zu viel. Okay, große Map ist dann. So. Auch das Ding kann mal weg. Kann man das irgendwie wegmachen? Nur wieder unten ist einer, der Kettenblitze schießt. Schon da, okay. Geht aber schnell. Also ich kann euch gerne zeigen, was ich eigentlich so Maps mache, wenn ich jetzt gerade weit kommen möchte. Weil ich muss ja die Maps machen, die eigentlich in der Nähe von der Map ist, die ich brauche. Auf dem Atlas. Und das ist natürlich schwer, wenn man so eine Found hat. Die droppen ja nicht jedes Mal pro Map, muss man 1000 Mal wiederholen und so. Also mache ich eben nicht im Video, sondern zwischen den Videos. Ja gut, die muss ich hier auch noch reinmachen. Denke ich, mache ich den hoch und nicht den hier oben. Ja, Tower Defense ist wirklich gerade nicht so eine ein gutes Spiel für Path of Exile, also eine eher schlechtere Liga für mich. Ich würde ja gerne ein bisschen mehr Richtung Action gehen. Aber die Ligen sind eigentlich immer das Gegenteil. Also sie machen eher, also sie verlangsamen einfach den Spielfluss. Ein bisschen zu sehr. Das mag ich jetzt nicht so. Nächste Season wird wahrscheinlich wieder 1000 Mal besser. Ich habe keine Übersicht gerade. Dann mache ich halt mal Wahl-Skelettens. Damit ich nicht ein bisschen zu viele Gegner hier habe. Mache ich den mal hoch. Okay, geschafft. Auch, dass es so schnell aufhört. Also plötzlich ist es weg. Dass man nicht die Gegner zuerst besiegen muss oder so. Ist auch ein bisschen, ja. So ein bisschen, ja, unauffällig hat. Nicht schlecht, aber sie hätten es noch ein bisschen verbessern können. Aber dennoch macht es mega viel Spaß, weil es auch relativ kurz ist. Also wir sind jetzt nicht gerade lange dran gewesen am Kämpfen.
Das ist eigentlich das Gute an dieser Liga. Sie ist recht schnell, nur mehr fehlt Zeit. Und deshalb stört es mich auch ein bisschen mehr, dass ich da nicht mehr machen kann pro Season. Dass jetzt gerade diese Season nicht so viel machen kann wie andere Season. Ich finde recht viele Maps dieses Mal, also die zwei Maps jetzt. Irgendwie, ja, nee, nicht schlecht. Ja, und vielleicht wisst ihr es, ich habe ADHS, ich habe jetzt nicht gerade die Kontrolle darüber, was ich gerade mache. Eher mehr aufs Reden konzentriert. Ja, geht doch an. Doch der Rote da ist, musst du auch gehen, war es Skeletten. Ui, die sind hart. Aber wenn die Minions macht, bekommen keinen Schaden und solange ich nicht Schaden bekomme, ist es eigentlich leicht. Ui, ist der tot ist. Er ist eigentlich schon tot. Ja, jetzt ist er tot. Okay. Da braucht der eine halt immer einige Zeit, bis es dann wirklich so ist und ja. Ich nehme wieder zu viel mit. Ach nur, weil sie orange sind und nicht mehr gelb. Durch den Filter. Und wenn ihr irgendwas nicht versteht im Video, sagen, sind natürlich nicht alle so gut im Path of Exile informiert, weil es auch ein recht umfangreiches und schweres Spiel ist. Dürfte gerne sagen, also ich bin jetzt eigentlich gerade nur Minion nicht mal casten, also nur am Skelett kurz ein bisschen da lassen, also heraufbeschwören und da lassen. Mehr mache ich nicht, ich laufe eher herum. Und das macht eigentlich den Bild auch sehr angenehm, wenn man ADHS hat. Also ADHS ist eben Hypersensibilität, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hypersensibilität. Und da schaut man mehr auf irgendwelche Animationen oder Sounds oder so. Und deshalb ist man auch ein bisschen mehr überfordert. Manchmal, wenn es einfach zu schnell ist. Aber das hilft mir einfach beim Training. Ich fühle mich immer sehr entspannt danach. Weil ich mich schon ein bisschen, ja, einfach etwas geleistet habe im Gehirn. Ich finde es einfach gut, dass ich doch extrem viel damit aushalten kann. Also wenn ich jetzt langsamer spiele und immer gedanklicher oder ein bisschen im Stress bin oder so. Und deshalb, ja, wenn es gut geht mit der Qualität und alles, weil der Lüfter ist halt ein bisschen laut bei mir, dann werde ich öfters dieses Spiel zeigen. Auch wenn es nicht so gut ankommt. Das kommt eigentlich viel nicht so gut an. Wo seid ihr Große? Ich brauche die Großen. Ja. Gerade nicht so. Ihr habt die andere Seite wieder. Ich verstehe manchmal diese Blights nicht, wieso sie so leer sind. Da ist ein Großer. Da ist ein Großer jetzt. So, die brauche ich. Ich brauche doch die Splitter. Ja, es ist fertig. Okay, auch genug Splitter. Aber die muss ich leider noch aufsparen, die schaffe ich nicht alleine. Kann ja gerne einer mitspielen, wenn er es schafft. Wenn er einfach der Luxus hat und dann seine Items kauft, ist er schon tausendmal weiter als ich mit Solo Silverhand. Und eben, ich zwinge mich nicht so das Erfahren zu machen, aber ich mache es einfach, weil ich kaum Zeit habe, irgendwas zu erhandeln. Ich immer warten müsste. Einfach, man muss halt immer wieder warten. Und wenn man nicht schnell genug macht, wird man angepöbelt und alles. Liebe unter Freunden und in der Community handeln. Wenn ihr einen Clan habt momentan, dann dürft ihr gerne mich einladen dort. Oder mich empfehlen bei einem. Und einfach den Namen sagen, damit ich mich bewerben kann oder so. Damit ich da auch wieder ein bisschen mehr
Fragen behandelt bekomme oder Mitspieler habe oder sonst irgendwas. Ich bin nie so relativ schnell im Checken. Eben auch wegen dem ADS, wie ich Ablenkung habe. Bin noch nicht alles richtig. Aber es läuft unerwartet gut, diese Liga, auch ohne schwere, gute Items eigentlich. Viele Items gefunden, auch wenn mega safe. So ist der Boss. Da. Also in einer Map, Krater, ist der Boss mega stark. Also, obwohl ich Maximum Resistenz um 100 habe oder so. Bei dem muss ich halt aufpassen jetzt. Könnte einen auch reinhauen. Ja. Raumbrandschaden noch. Schon heftig. Aber cool. Also das Game hat einfach diesen dass man einfach nicht gerade bei Hand geführt wird. Dass man einfach lernen muss, ja, jetzt bin ich wieder tot, weil ich so einen mega starken Treffer bekommen habe und so weiter. Auch ein bisschen aufpassen muss, wie viel man vorwagt in den Maps. Und das finde ich einfach gut. Ich finde das Spiel einfach sehr gut. Das Spiel ist schon seit 2012. Da mal irgendwie Langeweile zu haben, weil das Spiel schon alt ist, schon so viel gespielt hat, nö, habe ich nie. Ich habe jetzt auch nicht mehr über Steam, weil das schon ein bisschen zu arg geleckt hat manchmal. Aber die Server irgendwie nicht so gut sind, also die Synchronisierung. SSD habe ich mittlerweile auch, geht also auch viel besser. 20 Zauberschaden. Kann ich das gebrauchen? Eher weniger. Ja. Das wäre eine Map jetzt zu machen für Syndicate. Ja, mache ich. Bei zwei Nemesis und Ding, das ist einfach cool. Blut, was ist das? Nemesis und Blutling. Ja. Bloodlines. Oder Bloodlines, Bloodlines. Die Aussprache ist mir noch nicht so klar. Zweimal zwei Steine. Wir können ja mal den Gegenstand, Unique Gegenstand. Flüsternde Eis brauche ich nicht. Härte Splitter bräuchte ich eventuell für einen Magma Orb. Beet. Change Wild Channeling. Also Zyklon. Change Wild Channeling. Und dann Magma Orb. Möchte ich gerne mal machen. So, was hätten wir dann sonst noch, was ich gebrauchen könnte? Sperrt Alchemie. Den lasse ich mal, Prisma lasse ich auch mal, dass ich die aufprisme. Was ist das? Ach, Aussphäre. Mache ich auch mal. Verbindungssphären. Sextanten setze ich noch nicht ein. Währung. Machen wir mal Glücksspiel. Ja, Glücksspiel, wo ist sie? Da. Hallo. Ich doch drauf drücken muss. Ah, genau, den ich brauche. Ich habe ihn, glaube ich, aber schon. Ja, Schmuck! Diese Wahrscheinlichkeiten von den seltenen ist einfach. Axt. Ja, okay. Und Gruß, Griff. Ich habe nie Glück. Ich bin so ein Armer. Hallo. Wenn man kurz daneben klickt, läuft man schon irgendwo hin. Ich will kurz schauen, ob ich den. Ja, den habe ich schon, aber gut. Egal. Also Unix habe ich jetzt wirklich noch nicht gerade so seltene bekommen. Ist ein bisschen schade. Also vor allem seltene, die ich nicht brauche, niemals. Aber den könnte ich gebrauchen. Also das letzte Mal habe ich ein Frosthammer-Beet gemacht. Aber den hatte ich nicht und jetzt brauche ich eher
das Schwert mit den Minions, also mit dem Schaman Pluspunkt, das einen zu mehr Schaman schämen. Genau. Und sonst, ja, so komische Sachen wie die Malachai-Schlinge. Zwei Wespennester und ich möchte einfach nicht die neuen Giftskills vom Assassinen benutzen. Ja. Und die Guild ist eigentlich tot und hat nur ein Ding, also niemand nimmt da etwas raus und ich darf nicht eigentlich rausnehmen, weil ich ja so selber noch spielen möchte. Aber ich möchte ja jetzt eigentlich aufhören. Ich könnte etwas rausnehmen, nur brauche ich sie nicht. Ja, das ist so die Sache. Also ich mache mir das Game gerne schwer, nur möchte ich auch ja ein bisschen vorwärts kommen und so weiter. Also von Kollegen handeln in Ordnung, aber von Fremden nicht. So halb SSF. Der geht recht weit nach Süden. Ich hätte gedacht, daher könnte man nur Richtung Norden oder so gehen. Also ich glaube oben ist Norden. Aber kurz das machen, was schon hier ist. Durchrennen. Ja, ist schwer bei so vielen Gegnern. Der auf jeden Fall wegmachen, damit er nicht die Sachen zerstört. Nein. Du musst nicht kommen. Hallo. Noch einer. Zwei. Falscher Weg. Ja, ich kann nicht durchrennen. Oh, doch. Ja, geht klar. Also es ist wirklich schnell, dass die weggehen. Jetzt will ich nicht mal durchrennen. Schon tot? Ich habe nicht mal Wahlskelette gecastet und schon ist er tot. Ah, da ist nur ein einer. Ja, lass ihn klar. Also lassen wir die anderen da vielleicht sozusagen. Ja. Mit ihm zusammen. So. Syndicate ist eigentlich relativ leichter geworden, habe ich so das Gefühl. Ah, da ist er. Ich wusste, dass es einen Überfall gibt. Der ist tot. Es ist wieder nur einer. Hä? Manchmal kommen drei mega starke und jetzt mega schwache. Ja, das weiß ich nicht. Cameria ist, glaube ich, nicht. Ich schau mal kurz nach. Rieke Intervention und was ist. Das Cameria zur Intervention kommt, genau. Das habe ich gleich nachgeschaut. Weil ich möchte schon ein bisschen, dass ich gute Items bekomme. Cameria, wo ist die? Hier. Cameria zu den Sulfid-Skarabs. Dreimal Daumen hoch. Sulfid-Skarabs. Sulfid ist ja. Ah, das ist mal einfach Sulfid zu finden sind in den Maps, die Skarabs, okay. Kommst du hier hin? Ja, es sind aber auch viel hier rechts. Jetzt eher nicht so machen sollen, aber gut. Man weiß es nie. Ich mag diese Politik nicht. Es ist ja für mich noch ein bisschen zu verwirrend. Aber ich habe schon ein paar Mal die Unterschlüpfe von ihnen besucht. War relativ schwer, aber doch noch recht gut machbar. Und findet man gute Items, deshalb sollte man die so gut wie möglich oben halten. So schwer wie möglich es haben. Der spinnt wieder, der buggt wieder, dass er nicht stirbt. Das ist auch noch so eine Sache, die mich nicht so gut finde. Dass die einfach nicht sterben können. Ah.
Muss ich echt weit weggehen, dass die Skelettens aufhören? Ja, sonst muss ich den Spell, wo ich da die Minions zu mir rufen kann, holen wieder. Ja, gut. Wo ist der andere hin? Wieso sind die immer noch verpackt? Machen die Entwickler nichts? Akku zu Transport. Nee, ist negativ. Der Haku ist wo? Der ist ja schon fast hier. Ich mach's nicht. Bis ich den rechts habe, bei Intervention war das, glaube ich. Den muss ich einfach rechts haben. Ja, Intervention. Also den Haku muss ich rüberbringen, irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das mache. Naja, gut. Also leider nicht so gutes Syndicate dieses Mal. Und der Boss nervt auch mit diesen Magma Orbs, aber gut. Nix, 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 nix. Alles ist nicht gut in dieser Map. Da ist wenigstens einer, den ich gesehen habe. Boah, ich schon auf mich losgehen, bitte. Ich schleiche mich einfach ein bisschen an der Wand entlang. Da komme ich nicht allzu viel Schaden. Schade, aber schon wieder Essenz. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt craften mit Essenzen, damit ich ein bisschen weiterkomme. Ich brauche auf jeden Fall Minion Damage und so auf den Items. Ist einfach wichtig. Ja, ich muss mehr Shaper Maps machen. Wegen den plus 1 Level von Spectre. Von den Spectres. Immer das Englisch-Deutsch heißt das eigentlich. Ich spiele eigentlich immer auf Deutsch das Spiel, aber ich habe einfach Probleme mit deutschen Begriffen, die ich auf Englisch eher sage. So, jetzt machen wir das mal verkehrt herum. Ich brauche jetzt nicht unbedingt so viel Schaden. Ob es jetzt besser läuft. Also ich mache den auf 3 und den auf 4. Und weiter irgendwie. Ah, der hat sowieso. Nein, die habe ich jetzt nicht beschworen, noch nicht. Ja, mache ich die mal noch nicht heute. Aber ich setze gerne die Minions ein. Die lilanen. Was hier noch? Ich denke, der Meteor-Tour macht weit weg auch noch recht viel. Okay. So. Ja, machen wir die Map noch fertig. Können wir noch kurz ein bisschen delfen, hä? Habe ich jetzt noch das Delfen. So. Ist hier noch ein bisschen nach rechts. Und dann in der Mitte der Boss. Aha, sehr weiter Weg gewesen. Da ist das Ziel in diesem Wagen da unten gewesen ist. Da musst du ganz hier durch. Oh, ich habe ihn ja ganz am Start schon besiegt. Ja, also. Das ist schon ein bisschen levelabhängig und balanciert. Dass viele einfach stark sind, weil sie schon höherlevelig sind, weil du schon höherlevelig bist und noch nicht gute Items hast. Da muss, ja, beim Grinding Games so viel machen. Nicht die Spieler eigentlich.
Wir müssen einfach das Spiel verbessern, ein bisschen besser anpassen. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich wieder voll bin, aber ich habe ja jetzt schon. Mir fertig, das kann ich ja kurz raus und alles ablegen. Mach ich mal die Maps, die Karten rein. Und die Maps, ja. Und die Juwelen. Ich sowieso hier lage. Ja. Ich wollte eigentlich ein Wildstrike-Beet machen. Aber ich habe das Feuerjuwel nicht. Doch, ich habe das Feuerjuwel. Aber ich brauche das Eisjuwel und nicht Blitzjuwel wie das jetzt hier. Genau. Kann ich leider noch nicht machen. Ich brauche unbedingt Blitz wegen dem Kettenblitz vom Wildschlag. Tja. Ah, genau. Das hier enthüllen. Hier schaue ich immer, was ich brauche ich am meisten. Ich brauche zum Beispiel ja, Angriffsgeschwindigkeit am meisten. Und macht den anderen das andere am Schluss. Ja, die kommen ja sowieso auch. Ja, brauche ich unbedingt. Hausschaden über Zeit. Kann ich aber verkaufen. Hat's noch einen? Nö, ja, keinen Gegenstand mehr. Den man enttarnen muss. Durchbohren ein zusätzliches Ziel. Ne. Warum nicht? Ist leider nicht mehr so OP. Und ich mache kein Bild mit Durchbohren und Magie. Ja. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht so. Ah, doch, vielleicht, wenn ich den Magma Orb Channeling mache. Aber sonst nicht. So. Also. Dann habe ich euch so ein bisschen gezeigt, wie ich momentan zocke. Also eher ein bisschen entspannter, ein bisschen langsamer. Dafür einfach auch ein bisschen zielgerader. Also dass ich nicht mehr so viel farme. Eher die Maps mache, die ich wirklich auch brauche, damit ich vorwärts komme. Auf das Vorwärtskommen noch. Und ja, wir können noch kurz helfen. Also. Minuten, okay. Müssen wir auf das nächste Mal verschieben. Tut mir leid. Hätte gedacht, es wären erst 20 Minuten, aber es sind 42. Oh. Gut, Dankeschön fürs Schauen des ersten Partes. Ich werde natürlich auch wieder besser in den nächsten Parts, wie auch bei GTA Online Gameplay. Aber ich muss mich auch immer zuerst ans Spiel ein bisschen mehr gewöhnen als andere. Aber, ja, einfach Feedback geben am besten, damit es natürlich auch bei euch besser wird und alles. Aber ich hoffe, es war schon gut genug. Tschüss!